Trotz Wetterkapriolen war es ein unvergesslicher Abend für die zahlreichen Besucher des Sommernachtsfestes der Freiwilligen Feuerwehr Kleinzell. Nach der Münchner Freiheit, Wolfgang Ambrus und der Spider-Murphy-Gang stand heuer die österreichische Band Alle Achtung auf der Bühne. Ich will nur, dass du tanzt, du Lisa, mit. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. Ich will nur, dass du tanzt, du Lisa, mit. Wie jedes Jahr hat die Freiwillige Feuerwehr Kleinzell keine Kosten und Mühen gescheut, um den Besuchern des Sommernachtsfestes einen außergewöhnlichen Abend zu bescheren. Für beste Stimmung sorgte die Band Alle Achtung, die mit ihrem Hit Marie die Charts gestürmt haben. Ja, es war einfach wieder das Bestreben, dass wir vielleicht eine kleine Rochade einbringen und auch im Publikum. Ich würde nicht sagen, ein wenig Verjüngung, aber irgendwo, so hart wie es klingt, wird das Potenzial an Älteren und an Schlager einfach immer weniger. Und dann ist es einfach schon mal das Ziel gewesen, dass wir jetzt mit Alle Achtung heimische, österreichische Gruppen einholen, was auch einen super Namen hat und was gute Lieder einfach draußen hat, die was auf die größeren Radiosender durchlaufen. Und somit war das einfach die Entscheidung, okay, wir nehmen einmal österreichische Band. Ja, die Feuerwehr Kleinzell ist prädestiniert für Großveranstaltungen. Es freut mich, dass sie heuer wieder so eine tolle Band hier nach Kleinzell gebracht haben. Und die Stimmung ist sehr gut und ich freue mich wirklich auf das Konzert. Das ist jedes Jahr ein Highlight, das Feuerwehrfest hier bei uns in Kleinzell. Wir trafen vorab die sympathischen Bandmitglieder, die uns gerne hinter die Kulissen ihres Bühnenlebens blicken ließen. Der Oberösterreich ist sowieso immer sehr speziell und sehr, wir freuen uns immer wahnsinnig. Und die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind so lieb und so freundlich und das ist jedes Mal wie heimkommen. Ich glaube, Steiermark und Oberösterreich ist sowieso, das sind so verschwistert. Die passen gut zusammen irgendwie. Also grundsätzlich, wenn der Termin frei ist und wenn nicht wirklich komplett aus der Gegend spricht, spielen wir gerne überall. Also, je mehr, desto besser. In Robby kann man überall hinbuchen. Was bei kleinen Sachen oft ein bisschen gefährlich ist, da sieht man wirklich jeden im Publikum. Am Novarock oder speziell Donauinselfest vor kurzem, da siehst du nur mehr Menschen mehr. Und da bei den kleinen Sachen ist man vielleicht ein Ticken nervöser. Die Menge knien, die Hände hoch. Dann haben wir uns gegründet und die ersten Jahre waren eher ruhiger, sage ich mal. Wir haben zwar viele Platten gemacht, aber eigentlich noch ganz, ganz wenig gespielt. Und eigentlich mit Marie in der Pandemie ist es dann richtig losgegangen und seitdem steht die weiter ein bisschen am Kopf. Ja. Song schreiben an sich, das machen wir eigentlich so gut wie immer zusammen und wir schauen, dass wir, also es wird am besten, wenn wir alle gemeinsam das machen. Ja, aber ansonsten natürlich, also es gibt verschiedene, wir waren schon auf Hütten, wir waren am Meer schon zum Songschreiben, also ganz unterschiedlich und es hängt halt immer ein bisschen davon ab, wo man es macht. Also ja, man bekommt eine Idee daheim plötzlich und so und die bringt man, also es sind alles ganz unterschiedlich, ja. Alle Achtung versteht es eben, das Publikum zu begeistern. Seid's dabei! Seid's dabei! Ihr seid großartig, bitte bleibt immer so glücklich, wie ihr seid, okay? Wie gefällt es euch so von der Organisation her und alles? Ja, super. Also, letztes Jahr hat es mir voll gedacht. Ich war früher schon da. Oder wacht ihr endlich da? Lange nicht gut, aber ja. Und nachdem ihr uns auf Instagram gefolgt seid, alle Achtung. Was gefällt Ihnen so am Festl? Ja, die ganze Atmosphäre, was da ist. Und die Bands, was da spielen, aber das, was selber so aufbauen, das ist, gibt's nicht überall. Einfach die Saison, das Ganze, mir gefällt eigentlich alles. In Kleinzell sind immer die besten Bands. Dass man viel bekannte Leute trifft und eine gute Musik hat. Liveband ist immer super. Welcher Lied ist von Erna ist dein Lieblingslied? Ja, natürlich, Marie. Ich will nur, dass du tanzt, du Liebe. Ich will nur, dass du tanzt, du Liebe.
große Unterstützung erfährt die Feuerwehr Kleinzell von den vielen freiwilligen Helfern, die immer gerne mit dabei sind. Ich bin schon seit jeher bin ich da, weil ich bin ja Glatzöller, ich bin bei der Feuerwehr. Damals in der Jugendgruppe mit der Gläserrückgabe, seitdem wir selber was ausschenken darf, war ich die Bars, jetzt bin ich schon über Kölner. Seit jeher schon immer, ja. Jetzt ja, 2 Tage in der Schang. Passt immer voll, recht lässig. Dann kann Kleinzell morgen schon Manhattan sein. Ja. Wir kannten jede Ecke, jede Gasse, jede Bar. Give it to me, baby! Ah, die Nächte waren rau und die Mädchen waren wow. Für heut unsterblich verliebt zogen. Versaffen durch die Straßen. Nur die Freiheit hielt uns wach und wir schrien Liebeslieder durch die Nacht. Ja. Wir wollten nächtelang nicht schlafen. Und an den Dächern dieser Stadt und wir schrien Liebeslieder durch die Nacht. Ja. Wir schreien. Seherinnen und Seher von Mühlviertel TV. Also ich kann nur sagen, Kleinzell ist der Nabel der Welt. Das wisst ihr hoffentlich. Mühlviertel TV ist in etwa so wie das BBC Österreichs und ich hoffe, dass es eine Kooperation gibt, dass wir in der Steiermark auch einmal so ein cooles Fernsehen kriegen mit so tollen Moderatorinnen und Interviewerinnen. Und wir wünschen euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns noch ganz, ganz oft und ganz bald im Mühlviertel.